Im heutigen Video geht es mal hier um mein Keller-Setup. Da kennt ihr ja bisher nur diesen Schreibtisch. Ich weiß, es sieht hier im Moment aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, aber das soll sich jetzt ändern, denn ich habe nicht nur diese Tischplatten hier gekauft, sondern auch ein paar andere Sachen, dass es hier unten endlich mal ein bisschen schön aussieht. Dieser Schreibtisch kommt weg. Ich behalte nur diesen Unterschrank hier mit der Schublade und den ganzen Sachen hier drin. Und um anzufangen, müssen wir hier natürlich erstmal ein bisschen aufräumen, würde ich sagen. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Ich plane auch noch den Tastaturauszug hier zu recyceln, weil die Dinger halt echt teuer sind. So, ja, am besten hier dran, die anderen brauche ich ja gleich. Und dann haben wir hier, der ist festgeschraubt. Den hier muss ich noch abschrauben, der kommt dann an irgendwelche Winkel, in der Hoffnung, dass das dann auch funktioniert. Würde ich jetzt erstmal den ganzen Krempel hier so weit abbauen, dass nur noch dieser Unterschrank hier überbleibt. Aber vorher muss ich noch das Stückchen hier vorbereiten, denn ich habe ja hier noch einen Tisch, wo es jetzt kein Problem ist, ob der zerkratzt wird oder nicht. Und dann baue ich das soweit mal zurück. So, hier habe ich jetzt so Winkel hintergeschraubt. Das kommt dann nachher hinter den Tisch als Kantenschutz. Kommt dann nochmal so viel weg, wo dann die andere Platte vor ist. Hier kommen nochmal jeweils zwei Schrauben durch. Wäre jetzt bestimmt nicht die perfekte Art, das so zu machen, aber ich würde es jetzt einfach so machen und ich bin mir ziemlich sicher, es funktioniert auch. Irgendwer, der hier handwerklich ein bisschen versierter ist als ich, wird sich bestimmt gerade denken, was macht der denn gerade da? Aber ich hoffe mal, dass es so funktioniert. Okay. Jetzt muss ich hier nur noch das Ding abschrauben, den Unterschrank hier behalten. Ja, die Schublade ist ganz schön voll, ne? Und dann können wir auch schon anfangen, diese Platte hier vorzubereiten. Und weiter geht's. Hier ist der Unterschrank, den ich behalten möchte. Ich habe das hier mal semi-professionell abgesägt. Das sieht nicht schön aus, aber das werdet ihr nachher auch nicht sehen. Und was ihr nicht seht, muss auch nicht schön aussehen. Merkt ihr schon, das Holz passt hier auch gar nicht. Ich wollte jetzt nicht eine Arbeitsplatte für über 100 Euro kaufen, nur damit dann das Holz passt. Und diesen Schrank seht ihr sowieso eigentlich nicht. Ihr seht nur hier die Arbeitsplatte. Das war so das Holz, was mir am besten gefallen hat, was auch hell ist, wenn dann sowas Dunkles ist und dann ein dunkler PC da drauf steht. Das mag die Kamera meistens nicht so gerne. Es gab auch so eine Steinoptik oder nur eine weiße Platte. Ich fand jetzt das hier am schönsten und habe die auch mitgenommen. Ja gut. Ich muss jetzt hier oben noch diese Dinger hier wegmachen, diese kleinen Zapfen. Dann lege ich mal die Arbeitsplatte hier drauf. Ich wollte die hier nochmal mit Winkeln befestigen an dem Teil, damit die auch ja nicht runterfällt. Und wenn alles fertig ist, können wir hier den Widescreen drüber hängen, über das Gerüst. Das ist jetzt nicht so sonderlich stabil, aber das muss es ja auch nicht sein. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Ich habe hier jetzt einfach noch eine Stange reingeschoben, die ist dann, steckt hier nur so lose drin, die Verriegelungen sind hier nicht drin, sieht man. Dadurch, dass ich jetzt hier die Schraube oben drauf gemacht habe, kommt hier ein bisschen Druck drauf und zusätzlich habe ich das nochmal hier mit einem Kabelbinder gesichert. Jetzt kann man die auch nicht mehr rausziehen, dann sollte das gleich halten. Dann sehe ich jetzt mal zu, dass die Platte hier drauf kommt und dann sind wir doch auch schon einen ganz schön großen Schritt weiter. So, die Platte liegt jetzt drauf, ich habe die Beine schon dran geschraubt. Ich wollte ja eigentlich drei Beine drunter machen, aber ich glaube, das dritte brauchen wir gar nicht. Und jo, ich würde das jetzt hier mit, ich nenne es jetzt gerade Winkel, ich weiß nicht, wie die richtig heißen, festschrauben. Dann nochmal hier drunter mit zwei Winkeln. Und dann kommt noch das Teil da hinten dran. Und dann hätten wir es so erstmal eigentlich auch schon. Ich muss dieses Gestell noch nach links kriegen, ein Stückchen. Damit, wenn man halt auch hier so filmt, ne, ihr müsst euch vorstellen, innerhalb dieses Rahmens ist dann der weiße Vorhang. Und dann kann man trotzdem noch ziemlich gut hier dran vorbeigucken. Ja, aber erstmal muss die Platte jetzt festgeschraubt werden, dann können wir uns darum kümmern. So, die Platte sitzt jetzt bombenfest. Ich habe hier so ein Teil reingemacht mit ein paar Schrauben, das hält jetzt. Und dann hier unten drunter nochmal mit zwei Winkeln das Ganze festgemacht und ist doch, glaube ich, ziemlich gut, dass ich diesen Schrank hier behalten habe, weil ich glaube, nur auf Tischbeinen wäre das ziemlich wackelig geworden. Ich merke gerade schon, es ist noch ein bisschen wackelig auf jeden Fall. Vielleicht baue ich da doch noch das dritte Tischbein drunter.
Ja, ich glaube, das mache ich noch. Sieht schon etwas besser aus, würde ich mal behaupten. Dritte Tischbein ist drunter. Das Teil ist jetzt dahinter. Und an sich ist der Tisch erstmal fertig, würde ich sagen. Ist auch relativ stabil. Die Aufkleber hier können wir eigentlich auch mal abziehen. Dann würde ich jetzt noch die Verkabelung... Oh nein. Ja, später ziehe ich die ab. Würde ich jetzt noch die Verkabelung machen. Das Ding hier noch ein bisschen weiter nach links. Den Vorhang aufhängen und dann würde ich sagen... belassen was auch erstmal dabei für heute. Hier einmal ein kleines Zwischenupdate, bevor die Wand hier hängt. Ich habe mir jetzt so LED-Strahler bestellt, die das Ganze dann ziemlich gut ausleuchten. Ich kann mich ja mal einfach hier hinsetzen, wie ich sonst auch tun würde. Und die strahlen links und rechts von mir hier drauf. Und das ist doch dann richtig schön hell und ihr könnt richtig gut sehen. Jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, dass ihr hier nicht in den Hintergrund gucken könnt. Ich muss jetzt noch die Kabel machen. Das kann ich euch auch noch gerade zeigen. Hier hinter ist eine Steckerleiste. Die geht hier am Tischbein runter. Da unten in so ein Verlängerungskabel. Und ich benutze jetzt einfach die restlichen Winkel als Kabelhalterung. Da ist schon einer, da müssen die Kabel noch rein. Dann noch einen unterm Tisch. Und dann sieht das Ganze doch schon richtig cool aus. Und man sieht keine Kabel. Hier ist noch so ein Haken. Da kommen einfach die ganzen Bildschirmkabel rein. Ich habe mal vernünftige Kabel hierfür gekauft. Die sind jetzt auch noch neu. Hierfür habe ich noch einen Adapter für HDMI auf DVI, weil manche PCs können ja auch nur DVI dann. Ja, so viel erstmal dazu. Und so sieht das Ganze dann jetzt aus. Ich werde wahrscheinlich nicht drum herum kommen, das Ding nochmal zu bügeln. Ich muss mal schauen, ob ich das mache, ob das nicht vielleicht noch Sachen schlimmer macht. Ich muss mal schauen. Aber sonst gefällt mir das doch erstmal ganz gut. Was heißt, ihr werdet eigentlich immer hauptsächlich diesen Ausschnitt hier sehen. Kann auch gerade noch mal gerne den Weitwinkel rausmachen. Dann wird hier meistens mein Handy sein und ihr seht dann das hier. Ist doch wesentlich schöner als vorher, muss ich sagen. Also mir gefällt es ganz gut. Hier können wir den PC anschließen. Den Monitor, den habe ich übrigens bei mir in der Firma aus dem Schrott gezogen mit der Halterung. Der hat mich also nichts gekostet. Und für die, die es interessiert, es stand wahrscheinlich auch schon im Titel, das Ganze hier hat mich so jetzt 250 Euro gekostet, dieser Umbau. Finde ich ganz okay. Dafür, dass hier jetzt auch ordentlich Licht ist, hier der schäbige Hintergrund weg ist, wir einen vernünftigen Tisch haben mit einer soliden Arbeitsfläche. Ja, und halt die Belichtung hier. Das gefällt mir doch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, dann ist das Video für euch an dieser Stelle schon vorbei. Ich würde das jetzt noch alles zurückräumen, wie es war. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Dann mit diesem Hintergrund hier. Bis dahin, ciao.